Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft. In diesem Video heute wollen wir uns um die Kartoffelproduktion kümmern. Die haben wir ja letztes Mal aufgestellt und heute wollen wir die beliefern. Und dann gucken wir mal, was noch so alles anliegt. Das machen wir aber wie immer nach dem Intro. So, Freunde, da sind wir wieder. Die Zeit ist gerade günstig, um mal zu gucken, ob der Fütterungsroboter auch tut, was er zu tun hat. Dazu wechsle ich mal die Ansicht und mache die Displays mal aus. So. Und jetzt schauen wir mal, die Uhrzeit ist gleich soweit, die Stunde wird gleich voll und dann müsste der ja laufen hier. Wir haben ja alles drin, was reingehört. Und dann müsste es hier ja gleich losgehen. Wir haben Gras, Stroh, Silage und dieses Kraftfutter haben wir ja vorne auch eingefüllt. Ja, müsste gleich soweit sein. Wenn man so wartet, ist so eine. Ah, jetzt. Ja, wir sehen, der Roboter läuft. Er fährt jetzt noch zum Gras. Man sieht nur schlecht durch das Gitter. Ne. Er holt sich zuerst Silage, packt die hier in den Fütterungstrog rein. Das ist quasi ein Mischwagen, da drin wird es dann auch schön durchgemischt. So, Silage ist drin, ich denke mal, das Kraftfutter ist auch schon eingefüllt. Es geht über ein Rohrsystem. Dann kommt hier das Stroh. Ja, das Ding ist schon schön animiert, kann man nichts sagen. Und jetzt fällt mir noch das Heu. Summ. Da hole ich sich natürlich auch eine Schaufel. Zack. Und die geht auch da rein. Schwupps. Jetzt wird schön gemischt. Und wenn es fertig gemischt ist, geht das Tor auf und der Roboter fährt hier raus. Und sucht sich seinen Weg in den Stall. Der fährt jetzt ganz nach hinten. Ja, hallo. Ihr kriegt gleich Fresschen. Ja, gleich ist soweit. Gleich ist. Doch, doch, doch. Auch nicht den Kopf schütteln. Du kriegst gleich. Ja. Und da liegt noch ein Rest. Oh, die Kleine ist auch schon am Futtern hier. Aha. So, jetzt macht er hier eine Biegung. Der Roboter macht die Biege. Zack. Und dann geht's los. Dann wird es hier ausgeschüttet. Und die Kühe kriegen ihr Fresschen. Also das läuft doch ganz prima. Gefällt mir. So. Peng, da bin ich wieder. Jetzt gucken wir mal, dass wir unsere Produktion liefern. Was brauchen wir denn da überhaupt? Let me look. So, da ist alles im Traubensaft wird nicht mehr provoziert. Keine Trauben mehr, müssen wir uns da auch drum kümmern. Pommes, hier haben wir es doch. Für Pommes brauchen wir nur Kartoffeln. Dann werden die Pommes gemacht. Check. Kriegen wir hin. Kartoffelpüree müssen wir uns, glaube ich, schenken, weil so viel Milch werde ich nicht haben. Gucken wir aber gleich danach. Und Kartoffelchips brauchen
brauche ich auch nur Kartoffeln vorerst mal. Natürlich hauen wir da noch dran die Booster rein. Klar, wir wollen ja viel aus unseren Kartoffeln rausholen. Da kann ich Salz reinkippen, Sonnenblumenöl, Paletten haben wir ja auch. Kartonage habe ich noch keine. So, ich gucke jetzt mal, was wir an Milch haben. 100.000. Ja gut, 100.000 Milch können wir reinkippen. Das machen wir auch. Da sind wir schon im richtigen Fahrzeug. Ich schicke mal gleich mal los. Dazu brauche ich wieder meine Anzeigen. So. Du fahren zu den Tieren. Da haben wir die Kühe und da kann man Milch beladen. Zack. Das Ganze bringen wir dann zur Kartoffelverarbeitung. Und zwar an die Production. Das ist kein Methan. Es wäre mal lustig, Kartoffelpüree mit Methan. Das ist Milch. Das machen wir einmal und abfahren. So, dann steigen wir in den nächsten ein. Das ist der hier. Den schicken wir jetzt zum Hof. Und zwar ins Erdfruchtsilo, Warenausgang. Zack. Das bringen wir ebenfalls zur Kartoffelverarbeitung. Anlieferung, Produktion. Und das ist keine Silage. Das sind Kartoffeln. Und das machen wir viermal. Dann haben wir eine Million. Da kann der mitarbeiten. Natürlich gucken wir uns nur einmal an, aber der Kollege muss viermal fahren. Da hilft nichts. Der macht das schon. Mal gucken, welchen Weg der wählt zum Erdfruchtsilo. Der guckt immer nach dem kürzesten Weg, wo er so wenig wie möglich andere Wegpunkte überfahren muss. Das scheint hier Hofeinfahrt zu sein. Der andere wird auch bald bei den Kühen sein und die Milch laden, schätze ich mal. So, gucken wir mal, dass der da reinkommt. Der sieht gut aus. Aber die Milch ist auch am Laden, wie ihr links unten erkennen könnt. Ja, Milch ist am Laden. Wunderbar. Und da sprudeln jetzt die Kartoffeln rein. So, wir sind nämlich schneller wie der Milchkutscher. Dann werden wir auch als erstes bei der Verarbeitung sein. Und dann können wir beobachten, ob beides auch abgeladen wird, ob ich die Wegpunkte richtig gesetzt habe. Und der Milchkutscher ist auch unterwegs. Da oben sieht man ja auch schon am Horizont. Ja, wir kommen ziemlich zeitnah
bei der Kartoffelproduktion an. Das ist gar nicht schlecht. Da kann ich genau gucken, ob beides abgeladen wird. Dann haben wir beides auf einem Streich. Zack. Busch. Na, Kollege. Kommst du auch? Ja, da hinten fährt er gerade um die Kurve. Und das grüne Gebäude, das ist ja schon unsere Kartoffelproduktion. Da ist er gar nicht mehr so weit. So, jetzt mal gucken, ob er überall rumkommt. Da sieht's gut aus. Und dann wird es hier auch klappen. Mit der Heckradlenkung, da bin ich mir beim anderen nicht so sicher. Der hat keine Heckradlenkung, soviel ich weiß. Aber der kommt auch rum. So. Der Wegpunkt ist zu dicht dran. Da wird noch nichts abgekippt. Das heißt, wir müssen da die Böllchen mal anmachen. Und müssen den Punkt etwas raussetzen. So. Wie machen wir das? Machen wir den mal weg hier. Machen den auch mal weg. Dann machen die alle weg. Und dann ziehen wir den etwas weiter nach vorne. So müsste es eigentlich reichen. So, und dann gucken wir einfach nochmal. Da mache ich jetzt eine 3 draus, natürlich. Und zack. Ja, jetzt ist gut. Die Kartoffeln werden abgeladen. So, hier ist zwar eng, aber der kommt gut rum. Und die Milch geht auch raus. Also funktioniert das. Das ist schon mal prächtig. So, dann gucken wir mal, wenn der gespeichert hat, was unsere Trauben sagen. Trauben, wie viel haben wir denn? Ja, 100.000 Trauben können wir laden. Da müssen wir jetzt aber den anderen LKW nehmen, weil der andere ist ja in Arbeit. Das heißt, wir werden heute mal überprüfen, ob auch die Paletten, also das Palettenschritt gutmäßige Abholen funktioniert. Na, wann kommt da? Ach, da hätte ich jetzt aussteigen können, ich Idiot. Da. Dieser hier. Ach, Mist, ich habe ja einen Milchlaster. Habe ich ganz vergessen. Oh, jetzt habe ich den falschen LKW genommen. Naja, jetzt ist passiert. Egal. Muss ich mich dran gewöhnen, dass ich ja extra Dinge habe für Milch. So, wir fahren zum Feld 24. Da haben wir die Trauben. Habe ich gar nicht eingefahren, sehe ich gerade. Kann man dahin. Gucken wir gleich danach.
Das bringen wir zu Fritzi Spitz. Wareneingang. Und das... Nee, das wollte ich jetzt nicht. Trauben. Abfahrt. Der müsste die jetzt auch nehmen. Ich muss bloß noch einen Punkt einzeichnen für die Beladung Paletten. Also Paletten, Schrägstrich, Paletten als Schildkröte. Ihr wisst ja, wie das Ding hier funktioniert. Aber ich will mal testen, ob der das auch nimmt, wenn das als Schildkröte rausläuft. Ob der das dann umwandelt in Paletten. Das interessiert mich jetzt auch. Und damit wir das alles sehen, würde ich sagen, machen wir hier ein Wurmloch. Ne, wir sind ja da, komm. Da brauchen wir kein Wurmloch. Das passt. Auch Premiere für mich. Das habe ich noch nicht geguckt, ob das, was schildkrötenmäßig rauskommt, ob das auch als Paletten dann geladen werden kann. Sonst habe ich ein Problem. Ja, es funktioniert. Ihr seht, als Schildkröt wird es rausgemacht und wird da drin als Paletten angezeigt. Funktioniert so, wie ich mir es erhofft habe. Wunderbar. So, 100.000 sind drin. Ich bringe mir jetzt zu Fritzi Spitz. Das machen wir per Wurmloch, denn das Video ist gleich vorbei. Wir sehen uns dann kurz vor Fritzi Spitz wieder. Bis gleich. Na, geht wieder nicht. Der will heute nicht, so wie ich will. Ich kapiere das nicht. Manchmal geht, manchmal geht es nicht. Warum das heute nicht geht mit dem Wurmloch? Ich weiß es nicht. Letztes Mal hat es wunderbar funktioniert. Dieses Mal wieder nicht. Da müssen wir halt mitfahren. Ja, ja.
mehr lange dauern, dann haben die Bäume gar keine Blätter mehr. Dann sind wir im tiefen Winter. Apropos, was macht denn unsere Wiese? Feldfrüchte, Gras, Wachstum. Ne, die ist auch. Die braucht auch noch ein paar Nächte. Ja, sind wir ja gleich da. Kann ich wenigstens schön dampfen. Hat auch was. Da ist es, Fitzi Spritz. Da kommen wir gerade noch pünktlich, bevor die zumachen. Aber bis 22 Uhr, da hätten wir ja noch massig Zeit gehabt. So, Dele. Und dann müssten die Schubladen aufgehen. Und die guten Trauben kommen wieder in die Produktion. Da steigen wir gleich aus. So, komm du Schleuder. Öffne dein Bauch für mich. Du brauchst diese Trauben nicht. Zack. Läuft, funktioniert, alles gut. Das heißt, ich kann mich jetzt hier von euch verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr morgen wieder reinschauen würdet, würde mich das auch sehr freuen. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Und bis dahin sage ich, wie immer, ciao, ciao, euer Obi.